Ja. Und damit ein weiteres Mal willkommen bei Dragon Age. Und wir spielen jetzt das nächste DLC. Da haben wir noch heitere Kampagnen. Es geht ja heiter weiter. Und wir spielen, nachdem wir jetzt Awakening durch haben, wir haben die Chroniken der dunklen Brut durch. Was liegt da näher als Lilianas Lied zu spielen? Ja, dann legen wir mal einfach ohne weitere Umschweife los. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich habe es noch nicht mal angetestet und nischt. Also mal schauen. Es gab eine Zeit, in der ich alles für Majolaine getan hätte. Und als sie das orlesianische Spiel der Intrigen auf Denerim ausweiten wollte, folgte ich ihr, ohne Fragen zu stellen. Die Majolaine. Ah, das ist, glaube ich, die Erfinderung der Mayonnaise. Die Erfinderung? Die Erfinderin. So, jetzt aber Ruhe. Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diese Geschichte handelt von der Torheit. Ich kenne die Ereignisse und die Wahrheit, aber das Ende kenne ich nicht. Lasst sie mich erzählen und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Wirklich nett. Monate der Planung und Gefälligkeiten. Alles ist vorbereitet. Ferelden wird lernen, dass Orlais das Spiel beherrscht. Aber nach unseren Aufträgen und einer persönlichen Angelegenheit gehört der Rest danach dir. Bist du dem gewachsen, meine Schöne? Du weißt, ich bin zu allem bereit. Ja, das bist du. Dank mir. Ich beobachte dich. Enttäusch mich nicht. Ich liebe es, wie sie geht. Da geht mir der Stein auf. Bitte. Ah, jetzt dürfen wir. Das scheint ja sehr interessant zu werden. Also, das wird lustig oder haltet beide die Klappe? Nee, das wird lustig. Gönnen wir uns ein wenig Spaß mit den adligen Fereldens. Sie sind so ahnungslos. Die Kunden wollen ein wenig Diebstahl. Beleidigungen. Und einen Schuss Rache. Augen auf. Wir kennen unsere Ziele. Suchen wir sie. Die Waren, nach denen wir suchen, werden in diesem Viertel gelagert. So, neue Quest. Majolaines Rachefeldzug. Suche nach dem Hauptmann der Wache. Zu euren Aufträgen zählt auch eine persönliche Angelegenheit. Der Hauptmann der Wache von Denerim scheint Majolaine auf irgendeine Weise Unrecht getan zu haben. Und dafür sind sie nun auf Rache. Sie nimmt die Sache selbst in die Hand und es könnte äußerst interessant sein zu sehen, was sie sich für ihn überlegt hat. Was auch immer es sein mag, der Mann ist zu bedauern. So, wir gehen mal ganz kurz die Quests durch. Lilianas Lied, das Spiel. Erfülle deine Aufträge auf dem Markt. Nach Monaten der Vorbereitung habt ihr das orlesianische Spiel der Intrigen nach Denerim gebracht. Ihr habt für diese Nacht mehrere Aufträge, die von Rache über Diebstahl bis hin zu simplem Chaos reichen. Majolaine ist davon überzeugt, dass du ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen wirst. Du bist nicht ohne Grund ihre Lieblingsschülerin.
Besiege Ben Perrins Wachen. Demütige Ben Perrin und seine Wachen. Ein orlesianischer Adliger will, dass ein ferreldischer Bann für seine Respektlosigkeit bei einem Empfang bestraft wird. Eine Reihe gefälschter Einladungen hat Ben Perrin heute Nacht in Earl Eamons Anwesen gelockt. Auch wenn Eamon nicht zugegen ist, kann Perrin das Anwesen nicht einfach verlassen, ohne den Earl dadurch zu beleidigen. Demütige Ben Perrin, indem du zumindest seine Elitewache besiegst. Bring das lose Mundwerk zum Schweigen. Statuiere an Jovi Meris ein Exempel. Der Adel toleriert keine haltlosen Anschuldigungen. Jovi Meris ist nach Olé geflohen, nachdem er mit seinem losen Mundwerk den Ruf zahlreicher Adliger beschmutzt hatte. Ein paar Sovereigns haben genügt, um dafür zu sorgen, dass er nicht wieder in seinen Unterschlupf eingelassen wird. Erteile dem Halunken Jovi Meris eine Lektion, damit seine Bestrafung als Warnung für andere dient. Diebstahl auf dem Markt. Nimm den Händlern die gestohlenen Gegenstände ab. Der Hehler Bonnie Lamb betreibt ein florierendes Geschäft mit Gegenständen, die du und Marjolaine dem orlesianischen Adel abgenommen habt. Du hast allerdings niemals zugesagt, dass die Käufer die Ware auch behalten dürfen. Stiehl die drei gestohlenen Sammlungen und gönne dir ein wenig Spaß mit den ferreldischen Händlern. Immerhin, wie unmoralisch muss jemand sein, der gestohlene Waren kauft. So, da haben wir jetzt ein paar Quests, die auf uns zukommen. So, Quest aktualisiert, neuer Codex-Eintrag, dann lesen wir auch gleich nochmal durch. Am Anfang ist ja immer ein bisschen Lesestunde hier. Das orlesianische Spiel der Intrigen. Ich erinnere mich, Marjolaine hatte mir Auszüge aus einem ferreldischen Buch gegeben. Es war so etwas wie eine Abhandlung über das soziale Gefüge in Orlé. Während Orlé nach außen eine Fassade der Opulenz präsentiert, ergeht sich der Adel in einem System gegenseitiger Diffamierungen, das das Spiel genannt wird. Das Spiel. Während ausufernde Empfänge sowohl Freund als auch die Feind verzücken, schlagen die Barden aus den Schatten mit Schmähungen, Diebstählen und Meuchelmorden zu, wobei sie dabei irritierenderweise häufig sogar die Zustimmung ihrer Opfer finden. Die Kontrolle über diese Bänkelsänger der Schatten ist nur eine weitere Facette des Spiels. So, Bänkelsänger der Schatten hat mir gefallen, der Rest hätte nicht trockener sein können. Die Bürger Ferreldens verstanden meine Welt nicht im geringsten. Und genau das war natürlich Marjolaines Absicht. Ich hatte meine bevorzugten Begleiter um mich geschart und bin ihr nach Denerim gefolgt. Es ging mir nicht um Geld, sondern um das Vergnügen, mein Spiel mit diesen Narren zu treiben. Ich war Marjolaines Geschöpf. Ich muss dazu noch sagen, ich bin nicht Marjolaines Geschöpf. Und ich bin ja auch nicht wirklich Liliana und deswegen lese ich das jetzt auch nicht, um einfach, weil das hier nicht so eine lustig Atmosphäre ist, lese ich das hier nicht mit dieser "Ich erinnere mich, Marjolaine hatte mir Auszüge aus einem ferreldischen Buch gegeben, ja, hat sie nämlich." Also das lasse ich diesmal einfach weg als Frauenstimme und werde die Männerstimme präferieren, die mir zufällig übrigens auch angeboren ist. Kommt überraschend, ich weiß. So, Stadtwache. Ich kann reden. Was habe ich hier als Eigenschaften? Unfairer Kampf, der Schurke. Lied des Heldenmuts. Unter die Gürtellinie. Das kann sehr gut, unsere Kleine. Gucken wir mal ganz kurz. Können wir nicht angucken? Nee, wir können rauszoomen, aber nicht weiter reinzoomen. Na gut. Die Wachen warten nur auf einen Vorwand, um ihre Klingen ziehen zu können. Da hast du recht, Tuck. So, ich speichere mal, weil ich keine Ahnung habe, was auf uns zukommt. Hallo, liebe Wache. Es ist eine ruhige Nacht. Und ich will, dass das so bleibt. Das will ich natürlich auch. Wir befinden uns wieder mal in der Stadt, wo wir neulich noch als dunkle Brut herumgeräubert haben. So, Melfords herausragende Importwaren. Da müssen wir klauen. Sir Wollys feinste Kleidung. Da hinten ist ein Hauptmann der Wache. Hier ist noch eine Stadtwache. Da sind Reliquien. Klingt, als hätte Marjolaine ihr Ziel gefunden. Der arme Bastard. Marjolaines Rachefeldzug. Folge ihrem Beispiel. Marjolaine hat sich an ihrem Arm Hauptmann gerecht und ihn vor dem Gasthof liegen lassen. Auch wenn Marjolaine es möglicherweise als Einmischung auffassen könnte, wäre es vermutlich amüsant, ihrer Arbeit noch etwas hinzuzufügen. Das dürfte wohl der hier sein. Oh, Marjolaine war so hart zu ihrem armen Hauptmann. Ich frage mich, ob ich das vielleicht noch steigern kann. Wenn du dich schon in ihre Privatangelegenheiten einmischst, dann solltest du auch dafür sorgen, dass es sich lohnt.
Ja, was können wir mit dem machen? Es wird so aussehen, als hätte er sich im Dienst betrunken. Nicht schlecht für den Anfang. Zu schade, dass wir sonst nichts mehr haben. Im Moment zumindest. Also, ich glaube, es geht hier eigentlich weniger ums Kämpfen. Private Dokumente. Eine Liste von Haushaltsbüchern und Ausgaben. Das ist ja gar nichts. Das können wir höchstens verkaufen später. Da ist Jovi Maurice und dem sollen wir ja eine Lektion erteilen. Ich speichere lieber nochmal. Weil ich weiß nicht, ob Kampf diese Lektion ist, die wir ihm erteilen sollen. Macht schon! Öffnet die Tür, verdammt! Da ist ja unsere Plaudertasche. Erledigen wir ihn, als Warnung. Aber töten... Ist töten nicht zu einfach, kleiner Zwerg? Gibt's denn keine andere Option? Wer? Jovi Maurice? Oh nein, es hieß doch, mir geschieht nichts! Das ist aber eure eigene Schuld. Unser Auftraggeber will euren Tod. Ja, nehmen wir mal eure eigene Schuld. Darüber hättet ihr nachdenken sollen, bevor ihr Lügen verbreitet habt. Ich gehe nicht zurück. Niemals. Soll mir recht sein. Gut, das war ja recht schnell. Was haben wir denn da? Lied des Heldenmuts unter die Gürtellinie. Ach, fangen wir mal an. Schön in die Eier treten. So. Bezahlt. Aber es würde den anderen noch mehr Angst machen, wenn er einfach verschwindet. Entsorge Jovis Leichnam. Der Halunke Jovi Maurice ist tot. Trotz der Härte dieser Bestrafung wäre die Warnung an andere noch weitaus deutlicher, wenn er einfach verschwinden würde. Verschwindet. Sein Tod reicht dir nicht? Du hast wirklich einiges von Marjolaine an dir. Vielen Dank. So, was hat er denn? Teil der meisterlichen Lederrüstung. Ein Teil der einer olesianischen Lederrüstung, dessen meisterliche Stich- und Nietechnik es selbst in seinem unvollendeten Zustand zu einer ästhetischen Wohltat macht. Die Rüstung wurde offenbar nicht im Kampf zerstört, sondern vielmehr bewusst in ihre Einzelteile zerlegt. Eine Fertigungsprägung deutet darauf hin, dass es insgesamt 6 Teile gibt. So, den Leichnam können wir auch gleich aufheben. Der Leichnam des geschwätzigen und respektlosen Jovi Maurice, der eine eindringliche Warnung erhalten hat. Das wird er sich hundertprozentig auch fürs nächste Mal merken. Puh, wie kann man von so miesem Essen nur so schwer werden? So, orlesianische Kampfausrüstung ist eine neue Quest. Du hast einen Teil einer meisterlichen orlesianischen Lederrüstung gefunden. Wie auch immer sie nach Ferelden gekommen sein mag, sie wurde offenbar nicht im Kampf zerstört, sondern vielmehr bewusst in ihre Einzelteile zerlegt. Das kommt uns jetzt alles sehr bekannt vor. Übrigens, eine Fertigungsprägung deutet darauf hin, dass es insgesamt 6 Teile gibt. Das wusstet ihr bestimmt noch gar nicht. Ach komm, man findet nirgendwo bessere gekochte Innereien als in Ferelden. Gekochte Innereien, die gönne ich mir manchmal meine Kellogg-Smacks. So, es fällt natürlich kaum auf, wenn man mit Blut besprengelt jetzt hier durch die Stadt läuft. Wir sind ein ziemlich begehrtes Ziel. Oha. Ja, so viel mal zum Thema Diskretion. Komm schon, Zwerg.